Überschrift: Jesus als König in meinem Leben. Und als ich das letzte Mal hier war und darüber angefangen habe zu reden, was das heißt, Jesus als König, da waren wir stehen geblieben bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, wir müssen aufpassen, dass wir Rechtfertigung aus Glauben, dass wir das nicht gleichsetzen. Ihr kennt das beim Monopoly mit dieser "Du kommst aus dem Gefängnis Freikarte", dass wir da nicht zu schnell sind, Rechtfertigung aus Glauben als so etwas zu sehen, weil es eigentlich um was anderes geht. Es geht viel eher, und das ist auch nochmal etwas, was ich letztes Mal schon sagte, es geht darum, dass der König einem Verbrecher Amnestie gewährt, weil der Verbrecher bereit ist, seine Rolle im Königtum als ein loyaler und gehorsamer Bürger einzunehmen. Das Bild würde viel besser passen. Es gibt also aus einer biblischen Perspektive keine Errettung, ohne dass ich in eine wirkliche Beziehung zu meinem neuen König trete und mich ihm unterwerfe. Achtung, freiwillig. Das ist der Clou. Gott unterwirft mich nicht mit Gewalt. Er zwingt mir seine Errettung nicht auf. Aber es bedeutet natürlich auch, es gibt keine Errettung außerhalb von Reich Gottes. Versteht ihr? Wenn ich nicht Teil von Reich Gottes, wenn Jesus nicht König, Herr in meinem Leben wird, dann betrete ich nicht den Bereich, in dem Rettung überhaupt gedacht werden kann. Und es gibt natürlich auch keine Teilnahme am Reich Gottes ohne die Beziehung zum König. Ist irgendwie klar. Und ich hatte letztes Mal auch gesagt, dass ein Recht auf Herrschaft in der Bibel immer etwas zu tun hat mit Errettung. Also der ein Recht hat auf meine Loyalität, ist in der Bibel eigentlich immer der mich rettet. Der also erstmal zeigt, dass er geht in Vorleistung, wenn man so will, und sagt, ich rette dich, aber jetzt bitteschön, als Folge davon hätte ich auch gerne dein Leben. Und ich möchte heute mit euch kurz darüber nachdenken, wovor Jesus uns eigentlich gerettet hat. Und wer die letzte Predigt noch im Ohr hat, da war der Schwerpunkt ein anderer. Da hatte ich gefragt, wozu? Wozu rettet mich Jesus? Heute mal doch die andere Seite auch, wovor? Und es ist spannend, wenn man sich diesen Punkt anschaut, wovor rettet uns eigentlich der Herr Jesus? Dann ist das spannend, weil die meisten Christen werden wahrscheinlich sowas sagen wie, na, das ist doch ganz einfach, der rettet uns vor der Hölle. Und ihr merkt, wenn ich sage, Jesus rettet uns vor der Hölle, dann bekommt Rettung einen ganz merkwürdigen Fokus, bekommt so einen ganz zukünftigen Charakter. Rettung ist etwas, ja, das kommt schon irgendwann mal, aber das ist eigentlich noch ganz weit weg. Und ich möchte euch jetzt mal kurz zeigen, dass Errettung in der Bibel viel, viel breiter gedacht wird. Und ja, es gibt diese zukünftige Rettung von der Hölle, vor dem Verlorengehen. Aber es gibt Rettung auch, Rettung, die wir mit Jesus haben, die unsere Gegenwart betrifft. Und dass es ganz stark darum geht, wie wir heute mit Gott leben können. Jesaja 59, die Verse 1 und 2, ganz zwei, also zwei Verse, die ihr wahrscheinlich kennt, weil man braucht sie für die Evangelisation immer wieder. Da heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Also meine Sünde trennt mich von Gott. Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Und wir merken, wow, ja klar, Rettung, das kann nicht nur etwas Zukünftiges sein, dass ich irgendwann mal mit Gott lebe, wenn ich heute, wenn das stimmt, dass meine Sünden eine Trennung zwischen Gott und mir provoziert haben, dann muss Rettung schon etwas sein, was heute im Blick auf diese Beziehung eine Auswirkung hat. Ich brauche heute schon Rettung von dieser Trennung von Gott. In Jeremia heißt es mal, so spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden? Achtung, dass sie sich von mir entfernt haben
und hinter dem Nichts hergelaufen und selber zu nichts geworden sind. Menschen, die sich von Gott entfernt haben, das ist der normale Zustand. Das heißt dann weiter hinten, das war eben Jeremia 2, Vers 5, das heißt in Vers 13, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Versteht ihr, das ist der Zustand des normalen Menschen. Und dann geht das Bild weiter, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Menschen haben sich von Gott entfernt. Menschen haben Gott verlassen. Und das ist das eigentliche Problem. Was habe ich verloren? Na, ich habe Gott selber verloren. Wir hatten das, oder ich habe das letzte Woche im Podcast auch gemacht, wenn Jesus davon spricht, dass am Ende der Zeit die Engel kommen und die bösen Menschen ihrer gerechten Strafe zuführen. Jesus warnt uns ja vor etwas, was er Feuerofen nennt, einen Ort, wo das Weinen und das Zähneknirschen sein wird. Ja, also ich will das deutlich sagen, jüngstes Gericht ist eine Realität. Aber obwohl das stimmt, obwohl wir wissen, das kommt, dieses endgültige Gericht, wo die Guten und die Bösen voneinander getrennt werden und dann am Ende wirklich nur die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten werden. Das sind die, die übrig bleiben. Und Jesus betont das, wenn ihr Matthäus 13 liest, er betont das ganz stark, weil er hat ein Gleichnis dazu, dann hat er eine Auslegung zu dem Gleichnis und dann bringt er noch ein Gleichnis, um diesen Punkt gerade nochmal zu bringen. Und wir merken, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. In diesem Leben gilt es, eine Entscheidung zu fällen, damit wir am Ende nicht zu denen gehören, die ausgelesen werden und in den Feuerofen geworfen werden. Das ist wichtig, dass wir da die richtige Entscheidung treffen. Und trotzdem muss Errettung vom Neuen Testament her breiter gedacht werden, als einfach nur auf diesen Endpunkt hin. Hört euch mal das an. Galater Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Und ich werde jetzt einfach ein paar Verse vorlesen. Schnappt euch eine Bibel, wenn ihr keine habt. Einfach ein paar Verse vorlesen, wo wir merken, Errettung ist etwas, was nicht zukünftig ist, sondern was heute schon passiert ist. Ich bin heute schon als Christ gerettet worden. Galater Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Und jetzt kommt's. Damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt. Nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Wir sind herausgerissen aus einer gegenwärtigen bösen Welt. Merkt ihr, das ist was ganz anderes, als zu sagen, du wirst im jüngsten Gericht auf der richtigen Seite stehen. Das ist natürlich auch wichtig. Aber das fängt heute schon an. Herausgerissen aus einer Welt, die böse ist. Nicht nur Rettung vor dem Höllenpfuhl, sondern Rettung in der Gegenwart. Heute wird gerettet. Heute ist eine Welt, die will uns kaputt machen mit ihren Ideologien und mit ihren falschen Werten, mit ihrer Boshaftigkeit. Und Gott sagt, lass mich in dein Leben hineinkommen als jemand, der dich vor dieser Welt und diesen bösen, kaputtmachenden Einflüssen rettet. Oder Epheser Kapitel 2, die Verse 13 und 18. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe gekommen. Das greift so ein bisschen auf das zurück, was wir bei Jesaja und bei Jeremia gelesen haben. Wir leben in einer Trennung und jetzt kommt Jesus und er kommt, damit wir Gott nahen können. Vers 18, denn durch ihn haben wir beide, gemeint sind Juden und Heiden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Das ist eine Form von Errettung, dass ich heute wissen darf, ich habe einen Vater im Himmel, dass ich meinen Mund öffnen darf und mit ihm reden darf, dass diese Entfremdung, die mein Leben geprägt hat, dass die ersetzt wurde durch Freundschaft. Ich gehöre jetzt zur Familie. Das ist Teil dieses großen Rettungspaketes, den der Herr Jesus in mein Leben hineingebracht hat. Oder 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 und 19. Da geht es darum, dass wir gerettet werden,
von einem Lebensstil, der nicht funktioniert. Wir kommen ja alle irgendwo her. Hört euch das mal an. 1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem Eitlen. Ja, eitel heißt immer, das taugt nichts. Von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Errettung von einem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Das ist dieser Lebensstil, den, jetzt geht es hier um ungläubige Väter, muss man schon einfach mal fairerweise sagen. Also von gläubigen Müttern und Vätern kann man schon eine Menge lernen. Aber ansonsten, wenn das so ein heidnisch ungläubiger Hintergrund ist, dann müssen wir erlöst werden von diesem Lebensstil. Warum? Weil der ist hoffnungslos, der ist kaputt, der führt nirgendwo hin. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir werden erlöst, wir werden aus einer Welt herausgerissen, wir werden aber auch aus dem Denken, aus den falschen Vorbildern dieser Welt herausgerissen. Raus aus der Welt, hin, nahe zu Gott. Und dann heißt es in Römer Kapitel 6, das ist ein anderer Aspekt, wie wir gerettet werden. Und dieser Aspekt hat mit Heiligung zu tun, mit der Frage, warum Heiligung überhaupt möglich ist. Römer Kapitel 6, und ich lese nur die Verse 6 und Vers 22. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll. Und macht euch, wenn ihr Elberfelder liest, an der Stelle eine kleine Fußnote in eure Bibel. Wenn hier steht, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan, ja, abgetan, das klingt so wie weg, aber der ist ja noch da. Also abgetan, die etwas sinnvollere Übersetzung wäre vielleicht wirkungslos. Es geht darum, dass der Körper vorher der Ort war, in dem Sünde regierte und ich dieser Sünde rettungslos unterlegen war. Die Sünde konnte quasi in meinem Leben machen, was sie wollte. Und jetzt, wo ich mitgekreuzigt bin, ist die Macht der Sünde gebrochen. Überlegt mal, was das bedeutet. Sünde in meinem Leben ist zwar eine Realität, die ist irgendwie noch da, aber sie hat nicht das letzte Wort. Deswegen kann Paulus dann in Vers 22 auch sagen, jetzt aber von der Sünde frei gemacht. Schön, oder? Von der Sünde frei gemacht, Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende aber ewiges Leben. Und es ist großartig. Jesus rettet uns von der Macht der Sünde. Es ist eben nicht nur die Schuld der Sünde, die am Kreuz getragen wird, sondern der ganze Bezug zur Sünde wird ein anderer. Es ist also noch viel mehr. Ich werde Teil einer neuen Schöpfung. Und da, wo vorher die Sünde geherrscht hat, da herrscht jetzt die Gnade. Und wo Gnade herrscht, da müssen wir nicht länger der Sünde dienen. Da hat sich herrschaftsmäßig einfach etwas umgedreht. Vorher hat mir die Sünde gesagt, wo es lang geht, und jetzt sagt es Jesus. Und wenn die Sünde den Mund aufmacht, dann können wir mit der Kraft des Heiligen Geistes der Sünde sagen, nein, das wollen wir nicht, das mache ich nicht. Und da merken wir schon, wow, Jesus, wenn wir uns die Frage stellen, was heißt Jesus eigentlich, dann heißt Jesus ja, Gott rettet. Und in Matthäus 1 lesen wir, Matthäus 1, Vers 21, da bekommt Josef einen Auftrag, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und wir denken immer von der Schuld der Sünde zuerst. Aber denkt ruhig noch ein Stückchen weiter. Es ist eine umfassende Rettung von Sünde. Auch die Macht der Sünde ist gebrochen. So, ein letzter Punkt noch, Hebräer Kapitel 2. Auch so ein Punkt, wovon wir gerettet werden. Und vielleicht habt ihr euch so sehr dran gewöhnt, ich hoffe, dass ihr euch dran gewöhnt habt ein bisschen, dass ihr das gar nicht mehr merkt. Auch noch so eine Errettung, die heute anfängt. Also heute sind wir gerettet raus aus der Welt, hin zu Gott. Wir sind gerettet weg von dem alten Lebensstil, hin zu einem Lebensstil der Heiligung. Und irgendwie total cool, wir müssen keine Angst vor dem Tod haben. Hier, Hebräer Kapitel 2, Vers 14 und 15. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Gott wurde Mensch,
um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Um alle die zu befreien, die, jetzt kommt's, durch Gottes Furcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft, ach, durch Todesfurcht, habe ich nicht Gottesfurcht, also, nochmal, um all die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Da kommt einer, wird Mensch und alle, die hier sind, die du dir anschaust, die haben alle vor einer Sache Angst, dass sie irgendwann sterben. Und das ist richtig. Ich weiß noch, der Moment, wo ich zu meiner Herz-OP mit dem Bus reingefahren bin, in die Charité, dachte mir so, jetzt sitzt du hier im Bus. Du weißt nicht, wie das wird, weil so eine Herz-OP, das ist so eine Sache, da denkst du dir so, also auch wenn du ein zuversichtlicher, mutiger Mensch bist, was ich eigentlich so bin, ja, du sitzt da so im Bus und denkst, jetzt haben wir 8 Uhr, auf 14 Uhr ist die OP angesetzt, schauen wir mal, ob es der letzte Tag ist. Und in dem Moment gehst du nochmal in Ruhe alles durch, was du über Errettung weißt. Wirklich, du machst das einfach. Du gehst nochmal durch und sagst, bin ich wirklich gerettet? Bin ich nach dem, was ich so als Bibellehrer über Errettung weiß, bin ich wirklich dabei? Weil es wäre ja ultra dämlich, allen Leuten zu predigen, wie dämlich sie sind, wenn sie nicht dabei sind, um dann selber nicht dabei zu sein. Versteht ihr? Und dann merkte ich schon, ich habe gar keine so große Angst davor zu sterben. Das fand ich schon mal erstaunlich und das betrifft natürlich diesen Text hier. Bin das nochmal durchgegangen und dachte mir, okay, nach allem, was du weißt, bist du dabei. Du hast da keine versteckten Sünden, du liebst deine Geschwister. Also bin so 1. Johannes nochmal in Ruhe durchgegangen, dachte mir, nee, also da müsste jetzt irgendwo schon was ganz Komisches kommen und dafür würde ich mir dann auch keinen Vorwurf machen, weil ich hab einfach alles, glaube ich, habe alles richtig gemacht. Und in so einem Moment greift dann dieses fast Spöttische, was wir aus dem 1. Korintherbrief kennen. Ja, da denkt man über den Tod nach und während man über den Tod nachdenkt, kommt 1. Korinther 15, wo Paulus sagt, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Und denkst dir, den gibt's nicht mehr. Warum? Weil es Auferstehung gibt. Weil ich genau weiß, selbst wenn ich heute unter dem, ja, in der OP verrecke, ist nicht schlimm. Warum? Weil das Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Deswegen stelle ich mich hin und kann sagen, verschlungen ist der Tod in Sieg. Aber das ist eine Form von Rettung, zu sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Wenn das mein letzter Tag ist, ist es einfach nur mein letzter Tag. Ich werde Ahu machen und denken, tschakka, das war's, gut ist es, rum, geschafft. Macht ihr mal hier weiter. Versteht ihr? Was für ein Segen, so leben zu können. Und deswegen, ich möchte, dass wir das verstehen. Errettung ist nichts, was zukünftig nur irgendwann mal irgendwie passiert. Dann, wenn die Engel kommen und sagen, na schau mal, ob du im Buch des Lebens stehst. Sondern, was viel früher passiert, da wo wir gerettet werden vor einer blöden, kaputtmachenden Welt mit ihren Ideologien und Werten, da wo wir gerettet werden vor dem falschen Vorbild unserer Verwandtschaft, unserer Family, wo wir hineingerettet werden in die Beziehung mit Gott, wo wir gerettet werden zu einem Lebensstil, wo ich heute schon der Sünde sagen kann, und tschüss, Freund, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und wo ich heute schon weiß, ich brauche keine Angst vor dem Tod haben. Und ich weiß nicht, wie lange es noch gehen wird, aber ich muss keine Angst mehr haben. Das ist die Errettung, die Gott uns heute schon schenkt. Und ich gehe jetzt nochmal wieder ein Stück zurück, damit ihr noch versteht, wo wir sind. Ich hatte gesagt, in der Bibel ist Rettung immer der Job des Königs. Und wenn wir sagen, Jesus ist unser König, und wenn wir uns die Frage stellen, wovon er uns gerettet hat, dann merken wir jetzt, Jesus hat uns tatsächlich gerettet vor dem Verlorengehen, aber er hat noch viel, viel mehr getan. Er ist ja am Kreuz für meine Schuld gestorben, aber mit dem Kreuz ist noch so viel mehr verbunden. Dieses Raus aus dieser Welt, der Zugang zum Vater, dass er die zerstörerischen Traditionen bricht, die Macht der Sünde, mir den Angst vor dem Tod nimmt, das alles gehört dazu.
Und ich hoffe, dass wenn wir Jesus als unseren König feiern, der uns gerettet hat, dass wir diese Dinge immer mitfeiern, weil sie wahrscheinlich viel präsenter sind als die Sache mit der Hölle. Die Sache mit der Hölle wird uns mal einen furchtbaren Schrecken einjagen, wenn wir wirklich im Gericht stehen. Aber bis dahin, sind wir doch mal ganz ehrlich, belastet uns das nicht sonderlich. Das ist noch ganz schön weit weg, das können wir uns nicht vorstellen. Und deswegen, wenn wir über Errettung nachdenken, ich gebe euch mal drei theologische Begriffe heute noch mit, die man irgendwann mal gehört haben muss, dann sind drei Dinge relevant, nämlich Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung. Und alle drei Dinge, Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung, haben mit der Errettung Jesu zu tun. Rechtfertigung, Jesus rettet mich von der Schuld und der Strafe meiner Sünde. Jesus versöhnt mich mit Gott. Das ist Rechtfertigung. Ja, Rechtfertigung so viel wie Freispruch. Dann gibt es Heiligung. Jesus rettet mich von der Macht der Sünde. Er rettet mich aus meiner Biografie. Wisst ihr, die Vergangenheit, meine Lebensumstände haben nicht mehr das letzte Wort über mich. Das ist Heiligung. Und drittens Verherrlichung, das ist, wenn man so will, der Abschluss der Errettung, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir durch die Auferstehung endgültig in sein Bild verwandelt werden. Wir erwarten ja noch ein Stückchen Rettung. Ja? Ich erwarte noch einen neuen Körper. Ich erwarte auch noch im Blick auf Sünde Veränderung. Die Schuld, die Macht und dann geht es um die Gegenwart der Sünde. Jesus wird auch die Sünde wegnehmen. Ist das schön? Also wenn man so drüber nachdenkt, was der Herr Jesus alles so macht, wie umfassend Errettung, die er anbietet, gedacht werden muss. Und wenn man jetzt mal schaut, ich habe jetzt viel über Reich Gottes ja mit euch auch gesprochen, darum geht es ja auch, wenn man schaut, wie Johannes den Begriff Reich Gottes verwendet, dann würde man sagen, eigentlich gar nicht. Also Johannes verwendet, da steht das Wort Reich Gottes, kommt nur ganz ein paar Mal vor. Aber Johannes beschreibt die Errettung, die wir jetzt miteinander uns angeschaut haben. Er beschreibt sie mit einem ganz anderen Wort. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Johannes beschreibt dieses ganze Konzept Reich Gottes, Leben mit Gott, Leben in Errettung, einfach mit dem Begriff Leben. Ich finde diesen Vers so unglaublich großartig. Was Jesus hier formuliert in Johannes 5, Vers 24, das ist so viel wie alle Menschen leben in so einem Zombie-Status. Die sind eigentlich tot, aber sie bewegen sich noch. Und jetzt kommt Jesus und geht zu diesen Zombies und sagt, möchtet ihr Leben finden? Es gibt diesen lustigen Film, wo so ein Zombie sich in ein Mädel verliebt und dann auch wieder lebendig wird. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist eigentlich so eine Horrorkomödie, total süß, weil es ist ein bisschen so wie das, was Jesus macht. Der Zombie verliebt sich und findet tatsächlich Leben. Und das ist das, was Jesus anbietet. Er bietet an, dass wir vom Tod ins Leben übergehen. Das ist die Rettung. Rettung in einem so umfassenden Sinn, dass du ein Wort wie Leben brauchst, wo du ja gar nicht genau weißt, wo fange ich denn jetzt an, dieses Leben zu beschreiben. Und so kann ich tatsächlich Leben bzw. ewiges Leben und Reich Gottes in der Bibel als Synonyme begreifen. Wenn wir durch Buße und Glauben in das Reich Gottes hineingehen, dann ist das so, als würde ein Toter lebendig. Als würde jemand, der nur so vor sich hin vegetiert, zu einem echten Menschen. Und das ist das, was Gott will. Er möchte uns tatsächlich echtes Mensch sein. Er möchte uns Unsterblichkeit, ewiges Leben schenken. Und das ist, wie ihr wisst, nicht nur unendlich langes Leben, sondern eine Lebensqualität. Oder Petrus würde sagen, er möchte, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und wenn das, was ich jetzt gesagt habe, halbwegs stimmt, wenn dann noch stimmt, dass der uns rettet, biblisch, ein Recht darauf hat, dass wir ihm
unser Leben weihen, dass wir ihm folgen. Dann verstehen wir, wie das Konzept Rettung und Herrschaft nicht separat gedacht werden kann. Ich kann nicht sagen, ich möchte gerettet werden, aber das mit der Herrschaft Jesu, das spielt auf so einem ganz anderen Planeten, das hat mit mir nichts zu tun. Sondern dann geht es immer, wir werden hineingerettet in ein Königreich, wo Menschen echtes Leben finden, Menschen, die mit Jesus leben und in Jesus ihren König finden. Dann glauben wir daran, dass wir tatsächlich am Kreuz gekauft worden sind. Auch so einer dieser Begriffe, wo man merkt, der geht uns gar nicht so gut runter. Da hat man ja fast den Eindruck, man ist so eine Ware. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Hammervers! Du bist gekauft. Jesus hat bezahlt. Du gehörst ihm. Folge, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ich glaube, man kann es fast nicht deutlicher sagen. Soll Jesus Herr in meinem Leben sein, König? Ja. Darf ich diese beiden Dinge voneinander trennen? Im Sinne von, ja, wenn ich mich bekehre, bekehre ich mich zu Jesus als meinem Retter. Und vielleicht wird er irgendwann später auch noch Herr und König in meinem Leben. Geht das? Nein, das geht nicht. Warum nicht? Weil die zwei Dinge eins sind. Es gibt Jesus als König nicht ohne Jesus als meinen Herrn. Und deswegen, es gibt so eine dusselige Formulierung unter Christen, wenn jemand sagt, ich habe Jesus zum Herrn meines Lebens gemacht. Antwort, hast du nicht. Warum? Also du hast vielleicht den Eindruck, dass du das getan hast. Aber lass mich dir ein Geheimnis verraten. Seit 2000 Jahren ist Jesus von Gott zum Herrn gemacht worden. Der war schon immer Herr in deinem Leben. Du hast es jetzt vielleicht das erste Mal geschnallt. Das stimmt. Aber du hast ihn nicht zum Herrn in deinem Leben gemacht. Er ist heute, Stand heute, Herr der ganzen Schöpfung. In Apostelgeschichte 2, das ist eine dieser Petrus-Predigten, da heißt es, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn, Jesus, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Er ist schon Herr. Die Frage, du kannst ihn nicht zum Herrn machen, du kannst nur einsehen, dass er das ist und vielleicht irgendwann mal anfangen, der Realität in deinem Leben Raum zu geben, indem du dich ihm unterwirfst. Wir akzeptieren, wenn Jesus Herr in unserem Leben wird, nur die Fakten. Wir machen eigentlich gar nichts. Gott bringt uns lediglich dahin, wo er uns immer schon haben wollte, wo wir immer schon hingehört haben. Und ja, um das deutlich zu sagen, das kann natürlich sein, ich bekehre mich und dann habe ich im Lauf meines Lebens immer wieder so die Erfahrung, okay, jetzt verstehe ich ein Stück mehr, was das bedeutet, dass Jesus Herr ist in meinem Leben. Ja, wenn ich reifer werde, wenn mein Glaube reifer wird, dann wird auch die Herrschaft Jesu über mein Leben hoffentlich tiefer. Ich begreife mehr, was das bedeutet. Ich merke, wow, das betrifft vielleicht auch mein Gedankenleben. Oder wenn ich dann irgendwann auch mal Geld verdiene, es betrifft auch meinen Geldbeutel, es betrifft meine Zeit, es betrifft meine Ziele, wofür ich lebe. Das kann ein bisschen brauchen. Aber das bedeutet nur, dass wir ein Stück unser Verständnis immer mehr an die Realität anpassen. Und deswegen lasst uns bitte diese beiden Begriffe, Herr und Retter, die Predigt hat ja diesen Titel Jesus als König in meinem Leben, lasst uns die beiden Begriffe bitte immer zusammenhalten. Hier, ganz bekannte Stelle, Apostelgeschichte 16, 31. Ja, kennt ihr alle? Sie aber sprachen zu dem Kerkermeister, glaube an den Herrn. Spannend, oder? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Glaube ist immer Glaube an einen Herrn. Und natürlich, es wird hier, wenn sowas gesagt wird, immer Ernsthaftigkeit vorausgesetzt hat. Also Glaube ist nie in der Bibel einfach nur ein Spiel, was man so aus einer Laune heraus mal macht, um sich besser zu fühlen oder ich weiß nicht, irgendwem einen Gefallen zu tun. Wir können Gott nicht täuschen. Und wenn ich das hier so sage, bei dem Kerkermeister, Glaube an den Herrn Jesus Christus, wisst ihr, was nicht in der Bibel steht? In der Bibel steht nirgendwo,
Glaube an den Retter Jesus. Spannend, oder? Steht nie in der Bibel, also kannst du nachschauen. Es gibt keine Bibelstelle, wo drin steht, glaube an den Retter Jesus und lass dich retten. Was da steht, ist, glaube an den Herrn Jesus. Und dann, wenn du das tust, ja, wenn du an den Herrn glaubst, und Paulus würde in Römer 10 noch ergänzen, mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, wo an den Herrn geglaubt wird, dort wird der Herr automatisch zum Retter. Also nur der Herr, an den geglaubt wird, rettet. Frage, warum haben wir manchmal als Christen so ein Problem mit dieser Idee, dass Jesus über unser Leben herrscht? Und die Antwort ist sehr einfach. Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo ein gewisses Maß an Gleichmacherei ganz, ganz wichtig ist. Die Idee von Königen, von Herren, von Hierarchien wird häufig schon als sehr schwierig erachtet. Und ich weiß, das klingt jetzt politisch nicht ganz korrekt, aber in der Bibel sind Hierarchien etwas völlig Normales, etwas von Gott eingesetzt, völlig in Ordnung. Übrigens, auch überall dort, wo es in der Welt um etwas geht, hat man Hierarchien. Ihr müsst nur mal schauen, wenn da jemand einen Krieg führt, eine Firma leitet oder auch nur ein Champions-League-Finale gewinnen will, hast du immer eine Hierarchie, du hast immer einen General, du hast immer eine Chefin, du hast immer einen Trainer. Hierarchien, da wo es um was geht, sind Hierarchien völlig normal. Und trotzdem sind wir so ein Stück da so geprägt, da haben wir so diese Stimme in uns, die sagt, Sklave Jesu Christi, das ist doch total doof. Lasst uns ganz vorsichtig sein, wenn wir diese Stimme hören. Es ist nicht die Stimme der Vernunft, sondern es ist die Stimme der Besserwisserei und des Hochmuts. Lasst uns vorsichtig sein, weil Gott gibt tatsächlich den Demütigen Gnade. Und das ist ein Vorrecht, wenn Gott uns anbietet, dass wir, Achtung nochmal, freiwillig seine Sklaven werden. Und auch wenn sich für uns das Wort Sklave komisch anhört, in manchen Übersetzungen wird dann auch mal mehr von den Dienern übersetzt, aber ich glaube, Diener macht einfach nicht deutlich, worum es geht. Es geht um Sklaverei. Aber eben nicht um eine Sklaverei, wie wir sie vielleicht in der Geschichte wahrgenommen haben, die negativ ist. In der Bibel hat Sklaverei keinen negativen Unterton, solange der Sklave einem guten Herrn dient. Und das geht sogar weiter. In der Antike ist der Status eines Sklaven, der soziale Status eines Sklaven abhängig vom Status des Herrn. Das heißt, wenn du Sklave des römischen Kaisers warst, hattest du einen ganz hohen sozialen Status. Du warst also in der Gesellschaft total angesehen. Deshalb auch diese komische Formulierung aus 1. Korinther 7, wo Paulus sagt, werdet nicht Sklaven von Menschen. Und du denkst dir doch beim Lesen, wer käme denn so auf so einen dusseligen Gedanken? Warum soll ich das denn machen? Antwort, weil es mit einem sozialen Aufstieg verbunden sein kann. Das heißt, da, wo ein Sklave einen guten Herrn gefunden hat, an der Stelle ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass ich diesem Herrn diene. Und wir haben tatsächlich den besten Herrn gefunden. Wir haben einen Herrn gefunden, der bereit war, denen, die er bis zum Ende geliebt hat, die Füße zu waschen. Also wir haben einen Herrn, der ein Vorbild ist in Demut, der aber trotzdem Herr ist. Und der sagt, jetzt, wo ich dir gezeigt habe am Kreuz, wie gut ich es mit dir meine, wo ich dir vorgemacht habe, wie weit ich bereit bin, mich für dich zu demütigen, jetzt möchte ich, dass du mich König sein lässt in deinem Leben. Und es ist gut, dass wir das verstehen, dass wir Sklaven Jesu Christi sind. Und ich mag das, wenn ich im Alten Testament lese, wie die ganzen Großen auf die Stimme Gottes hören. Ja, du kannst das sehen bei Abraham, bei Jakob oder Mose oder Samuel. Wenn Gott spricht, dann antworten die immer mit demselben hebräischen Wort. Wenn ich das übersetze, heißt das, hier bin ich. Ja, Gott spricht. Und diese Leute sagen, hier bin ich. Oder mit meinen Worten, Herr, welchen Auftrag hast du für mich? Und das ist die Haltung, die wir einnehmen müssen. Jesus als König in meinem Leben. Darum ging es mir. Und es ging mir darum, euch ein klein bisschen diesen Gedanken mit einzuführen, dass der König immer der Retter ist. Dass Rettung deshalb immer mit der Idee daherkommt, dass der mich rettet,
ein Recht auf meine Loyalität erwirbt. Wir hatten davon gesprochen letztes Mal, dass Glaube mehr ist als Vertrauen, sondern auch mit meiner Vertrauenswürdigkeit zu tun hat. Ich glaube nur dann, wenn nicht nur ich an Gott, sondern auch Gott an mich glauben kann. Dann haben wir heute uns angeschaut, dass Rettung viel umfassender ist, als wir uns das manchmal vorstellen, weil wir schnell nur denken, Rettung vor der Hölle, es aber um Leben geht, es darum geht, dass wir eine ganz neue, andere Qualität von Leben führen, die es so in der Welt nicht gibt. Und zum Schluss möchte ich euch noch die Frau vorstellen, die das alles, was diese zwei Predigten zum Ausdruck bringen wollten, verstanden hat. Und das ist Maria. Maria hat als junge Frau eine Begegnung mit einem Engel. Und dieser Engel, der sagt ihr Erschreckendes. Er sagt ihr, dass sie ein Kind zur Welt bringen würde. Ein Kind, das ihre Lebensplanung völlig über den Haufen werfen würde, ihre Reputation zerstören. Ein Kind, das in diesem Moment gar nicht so in ihr Leben reinpasst. Und diese Frau, Lukas 1, Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das ist die Haltung, die Gott in all denen sucht, die Gott folgen. Menschen, die als Gläubige verstanden haben, was es heißt, ein Nachfolger zu sein. Was es heißt, einem König zu folgen, der sie gerettet hat. Und der jetzt völlig zu Recht von ihnen Treue und Gehorsam verlangt. Gerade auch in den Momenten, wo wir erstmal denken, Gott, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und Gott sagt, doch. Und ich möchte, dass du jetzt dein persönliches Ja zu meinem Weg mit dir findest. Das heißt es, dass wir Jesus als König in unserem Leben haben. Amen.